Auswählen. Auswählen heißt etwas prüfend heraussuchen. Auswählen kann auch heißen, etwas zusammenzustellen. Auswählen heißt also, etwas Bestimmtes nach bestimmten Kriterien aus einer Menge zu nehmen. Was bedeutet Auswählen? Auswählen bedeutet, dass man aus verschiedenen Möglichkeiten etwas auswählt. Du hast auch jetzt zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Du kannst wählen. Du kannst wählen, diesen Vortrag weiter anzuhören oder einen anderen anzuhören. Du kannst wählen, danach innezuhalten und noch eine Weile überlegen, was vielleicht für dich hilfreich sein könnte, oder du kannst zum nächsten übergehen. Du kannst unter den vielen tausend Videos, die ich inzwischen besprochen habe, einige auswählen, die vielleicht für dich besonders passen. Die Kunst des Wählens ist wichtig, aber mache dir die Kunst des Wählens nicht zu kompliziert. Manche Menschen setzen sich sehr unter Stress, sie wollen nur das Beste. In vielen Fällen reicht es aus, das Gut Genuge zu wählen. Und das Gut Genuge ist meistens gut genug und braucht nur 20% der Zeit zum Auswählen. Also in 80% der Fälle reicht 80% Qualität aus, und um das auszuwählen, braucht man nur 20% der Zeit. Das ist eine der vielen Ausprägungen des Pareto-Prinzips. Es gibt manche Dinge, das muss man sehr sorgfältig auswählen. Zum Beispiel, wenn du dir den Partner für das Leben suchst. Oder auch, wenn du deine beste Meditation wählen willst, die du langfristig machen willst. Um deine erste Meditation zu üben, dann reicht es, wenn es eine Technik ist, die dir liegt. Aber eine Technik, bei der du langfristig bleiben willst, das ist gut, sorgfältig auszuwählen. Wann immer du also vor der Wahl stehst, überlege, was sind die Kriterien und wie wichtig ist es, wirklich das Beste zu haben. Und in vielen Fällen ist es gut, das ausreichend Gute auszuwählen.